Die Hydro City Zone hier in Sonic Mania. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid mal wieder gut gelaunt, denn Sonic ist es auch, solange ihr es auch noch mögt. Aber wir haben mit Sonic zu spielen, ne? Ja, der gute Sonic. So, Hydro City Zone. Und wir sind heute mal ziemlich gut gelaunt, denn... Ja, gut. Es ist halt ziemlich warm, es ist halt immer noch, aber wir können halt nichts dagegen tun, weil es halt wirklich, das Wetter ist halt wirklich so heiß, man würde denken, dass man hier beinahe am Verrecken ist, so warm wie es ist. Und ich habe einen kleinen Fehler gemacht, entschuldige mich kurz. Es wird sofort behoben. Ist ein bisschen jetzt peinlich, ne? Da ich vergessen habe, die Cam einzuschalten. Aber komm, was rege ich mich denn auf? Kann ja jedem mal passieren. Ah, okay, da ist es. Da ist es, ja. So, gut, dann geht's jetzt weiter. Und wir gucken mal, was wir hier machen. Komm, jetzt richtig ich aufs Spiel. Oh, da. Oh, war das doch knapp, du. So, gut. Schade, da komme ich nicht hoch, da bräuchte ich dann Tails für. Leider. So. Was ist das denn hier? Die Blase, die kennen wir aus Sonic 2 für Sega Master System. Und zwar die 8-Bit-Version. Und was das hier gerade war, weiß ich auch nicht. Einfach reine Dummheit, sag ich mal so. So, ja. Ja, die Zone ist auch nicht ganz schicke, nicht wahr? Einfach so, wir treiben jetzt einfach wirklich bis hier ganz oben hoch. ja. Ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? Ja, denke ich auch. Ja, guck, da oben ist sogar schon die Oberfläche, also. Komm, sammel. Ja, gut. Danke. Aus irgendeinem... What the fuck? Wo bin ich denn hier gelandet? Ja. So, Thema für... Heute ist relevante Memes. Komm, weißt du was? Wie krieg ich das nicht hin, ne? Nee, das bringt nichts. Unter Wasser kann Tails ja nicht fliegen, ne? Ja, wie traurig. Ja.
Hä? Ja, ich verstehe es einfach nicht. Also, die Zone klingt für mich anfangs, klang für mich anfangs ziemlich easy, aber war sie nicht. Komm. Ja, toll. Das war jetzt einfach nur reine Dummheit, weil ich einfach nicht wusste, wo ich war. Da konnte jetzt auch nichts für, okay? Also, ich war halt einfach nur dumm. Was war das denn jetzt? Oh. Okay. Das ist mir jetzt neu, weil die Ecke hier habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja. Sachen gibt's, nicht wahr? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Schön an der Oberfläche. Und was wir jetzt mal machen müssen, ist auch mal wieder ein paar Giant Rings suchen, weil wir wollen ja die Special Stages ja noch fertig machen. Ja. Die Special Stages. Wenn ich die überhaupt noch schaffe. In diesem Projekt, ja. Sonst bin ich einfach nur ganz schön scheiße. So. Ja, an die Ecke erinnere ich mich noch sehr, sehr gut von früher. Ja, ja. Genau, müssen wir hier hin. Ach cool, es gibt eine Gondel. Mit einem Eggman-Face drauf. Ja, das ist einfach nur klasse. So, aber Thema relevante Memes. Und zwar gibt's ja bekannte Sonic-Memes jetzt auch, soweit gesagt. Ja, ich habe jetzt auch in den letzten Folgen auch mal über die Sonic.exe-Mod für Friend and Funk gesprochen. Ich glaube, Flying Battery Zone war das. Oder doch, Press Garden. Ich weiß es nicht. Und, na schade. Wo komm ich hoch? Ja, kommen wir da hoch. Da funktioniert doch. Ja, auf jeden Fall. Das Thema der Memes dahinter war ja, das Thema für Sonic.exe war ja halt nicht nur den relevanten Quatsch zu machen, heißt sagen hier, Sonic tötet andere. What the fuck? Tötet eigentlich nur andere Tiere? Nee, er. Da wird sogar auch relevanter Meme-Shit hinzugefügt oder Charakter, die keiner kennt. Und das hat mich anfangs sehr irritiert, weil ich habe immer gedacht, ja, das geht gar nicht, so relevant mit Meme-Shit umgehen. Aber doch, es gibt ja diesen Endless Margin Sonic Meme. Der ist ja auch noch recht bekannt. Ich blende euch jetzt aber kein Foto ein, weil, ja, ich glaube wegen Datenschutz. What? Hallo, wo muss ich hin? Da. War ein bisschen dumm, ne? War schon ein bisschen dumm, ne? Ach, guck mal hier, da. Unser Eggy, der kann auch schwimmen. Ich dachte, der ist zu fett dafür. Ja, auf jeden Fall. Na, anscheinend nicht, ne? Da ist er, der Eggy. Her schwimmt da schön in seinem Taucheranzug. Schön, nicht wahr? Ja. Oh. So, gucken, ob wir hier hoch rauskommen. Oh. Oh, aber noch knapp. Was ist denn das? Wir spielen einfach vertauschte Rollen. Sachen gibt's. Ja, denn eigentlich war das ja so immer gedacht, in Sonic 3 war der ja, unser Eggy, der sollte ja dann mit diesem Ding uns ja wegjagen. Und das war irgendwie falsch gedacht. Und die haben uns einfach anders umgesetzt, sodass wir jetzt einfach hier, ja, einfach wie jetzt hier mit dem Ding hier rumspielen, also den Tornado einsetzen dürfen. Ja, ich glaube, die Bomben dürfen wir nicht treffen, weil sonst sind wir auch direkt im Arsch. Und so wenig Hits hat der nur gebraucht, ja, das ist ja, also Sachen gibt's halt echt, ne.
und dieses Schild, dieser Eggman. Das Face macht mich jetzt schon krank. Nee, Spaß. Ich will euch nicht ärgern. Ob wir es auch schaffen, wirklich jetzt auch wirklich alles auch so weit zu schaffen hier in Mania Plus? Oh, kacke, ich wollte da hoch. Mann, oh. Aber wir mal gucken wir mal. Oh, ich. Ja, so machen wir das. Und nicht anders. Oh, wie knapp war das, wie knapp war das. Oh, wir können einfach. Ja, komm. Oh, war das knapp, du. So, jetzt laufen wir schön nach oben und erstmal die Decke entlang laufen. Man kennt's. Aber die ganzen Strudel hier, ne, die machen mich hier ganz wirr im Kopf. Machen mich ganz wirr im Kopf, du. Oh, wo bin ich denn jetzt, hä? Okay, das ist mir jetzt neu. Ich weiß, ich habe das Spiel ja schon sehr oft mal gespielt, aber ich war ja nicht in allen Ecken. Okay, das sieht mir jetzt. Ja, gut, warum nicht, ne? Können wir nochmal eine Runde Flipper spielen, ne? Auch wenn es ein bisschen an Casino Night angelehnt ist. Ja, komm. Sollen wir jetzt so ein extra Leben schnappen? Oder. Ja. Ein Feuerschild in der Wasserstage. Also, jetzt bin ich aber echt. Ja, danke. So, das ist auch sehr hilfreich, weil. Weil wir eh gleich wieder baden gehen, siehste? Oh, mag ich einfach. Darum mag ich den Schild einfach gar nicht in der Stage. Der bringt einfach gar nichts. Seht ihr, da habe ich doch was gesagt. Wobei, ist da vielleicht ein Giant Ring da hinten? Gucken. Ist da vielleicht ein Giant Ring? Ne? Schade, weil im. Originalteil, da gab's da war das so, dass da ein Giant Ring versteckt war. Ob das jetzt auch wirklich hier auch so ist, werden wir gleich sehen. Und wir müssen die Stages irgendwie vielleicht noch schaffen, weil ja, ich bin hier nicht gerade derjenige, der weiß, wie es läuft. Aber gut, Meme Shit, random Memes sind ja auch nicht gerade random Memes, nicht wahr? So, und jetzt kommt das will. Ach nee, da komme ich mal von der anderen Seite. Stimmt. Shit. Boah, und ich bin sogar schneller als Tails. Und jetzt. Wumm. Aus dem Bild raus. Schade. Oder war das sogar hier? Ich weiß jetzt nicht. Nee, du hast nicht auch nicht. Ja. Ja, das ist auch witzig, ne? Dass man einfach nur die Stacheln reingeht. So, Sega wusste direkt so, hahaha, komm, wir machen das so, wir lassen die einfach richtig ärgern, dass in die Spikes reinrasen, ne? Ja. So, erstmal. Okay. Why not? Ich sag mal, ist ja möglich. Da war ein Giant Ring, okay. Okay, also es ist doch aus dem Original. Also hier war das. Weil ich kannte das nur, das eines in dieser Stage. Ich kannte hier insgesamt zwei Giant Ring Plays. Aber ob die jetzt auch beide dieselben sind. Ich würde mal drauf tippen, dass das nicht so ist. Weil, ja. Erstmal hier noch Rings einsammeln, ne? Wir kennen es ja. Rings kosten uns auch Zeit und jetzt auch nicht in die Stacheln reingeraten. Nee, Sonic. Diesmal nicht, aber. Die haben gesagt, wir können das schaffen, aber. Ah, shit. Das schaffen wir eben ja nicht, ne? Weil das ist so eine Herausforderung. Die Stages sind ja. Auf Deutsch übersetzt genau heißt es ja dann auch Sonderprüfung und das ist halt wirklich eine Sonderprüfung. Und richtig sonderbar ist sie auch. Boah. Ganz schön knapp, du. Das war wirklich knapp, ne? Ja, aber ich habe auch mal viele Memes auch gesehen. Ich meine, Margin Sonic, der wurde nur zum Meme, weil. Dieser Soundtrack.
hat viele Kinder anfangs sehr, sehr traumatisiert. Und die sagten auch noch so Leute, ja, das, ich meine, Sega erklärte denen sogar, dass das ein Joke war und so. Und die konnten halt dafür nichts machen. Die konnten halt dagegen nichts tun. Die wussten, dass das ein Fehler war. Aber ein Fehler, der auch nicht richtig behoben werden konnte. Oder, ja. Da war ich dann anfangs ein bisschen so zu sehen, wie das da drauf stand hier. Spaß ist unendlich. Sega Enterprise, gezeichnet der Teufel. Und das hat mehr als nur Kinder traumatisiert, aber die Musik allein, weil das war der amerikanische Boss-Theme. Ja. Ich sag doch, das habe ich wieder nur reingeschissen, weil ich auf den einen, weil ich auf die anderen Ring-Dings nicht gesprungen bin. Ja. Deutsch lässt nach. So, ich kannte einmal die Stage da und da oben war irgendwo noch was. Aber ob ich dann nach oben auch noch hinkomme. Wir können es ja mal versuchen. Also, ich meine, Versuch ist es wert. Ob hier oben auch noch ein Ring ist. Aber ich denke nicht. Weil im Original war das so, da war hier noch so ein Giant Ring noch versteckt. Aber ich sehe, es sieht noch ein bisschen anders designt aus. Also würde ich behaupten, nein. Schade, ne? Weil sonst, ja, ich meine, das Spiel soll ja auch an das Original auch angelehnt sein, darum auch diese Classic Sonic Geschichte hier, das ist Classic Sonic, aber ein ganz anderes Design hat er, ein besseres Design, bessere Schatten, besseres Design, schönere Farbpalette gewählt, also, was heißt schöner, eine bessere Farbpalette und da weiß man auch direkt so, ja, es ist halt ein Fehler, aber ich glaube nicht, dass ich die Stages schaffe. So wie ich mich hier anstelle, ich glaube da oben war's. Jetzt machen wir noch einen weiteren Versuch und zwar, wir fliegen jetzt bis hier ganz nach oben und guck mal, ist da wirklich nichts? Nein? Weil da hätte eigentlich eine Special Stage sein müssen. Ja, anscheinend nicht, ne? Oh, was ist das? Oh, Bossfight. Und zwar Unterwasser-Bosskampf. Eggman hat diesmal geschafft, sogar ein kleines U-Boot zu bauen. Ich meine, das hat er sogar schon geschafft in Sonic 2 und Sonic 3. Ich glaube, das ist sogar aus Sonic 3, dieses Ding. Ja, und da wusste ich doch direkt, das war's halt. Nett. Ah, das war dumm, das war dumm. Komm, ich hab zu spät runtergegangen. Ja, jetzt komm, mecker nicht da. So. Jetzt sofort runtergehen, sofort runtergehen. Ja. So geht ja der Bossfight eigentlich. Sofort runter, sofort. Ja, diese funktioniert doch so. Aber das Dumme ist, jetzt habe ich keine Rings mehr. Aber wir kriegen da noch Rings, dankeschön. Ah. Ja, genau, die Stelle kennen wir noch aus Sonic 3. Dreimal, so, so. Und das hasse ich so sehr daran, dieses Drehen, weil, ne? So, wir haben es mal geschafft und... LOL, wie hab ich denn das geschafft? Also Sachen gibt's. Na dann mal los, Sonic.